Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das nur mittelbar mit Vertrieb, Recruiting und Karriere zu tun hat, aber eigentlich die Grundlage von allem ist. Das ist nämlich so, wie du dich fühlst. Also wenn du nicht fit bist, wenn du dich nicht gesund fühlst, wenn du keine Power hast, kannst du nicht gut im Vertrieb sein, kannst du eigentlich auch keine Karriere machen. Und selbst wenn du Karriere machst, macht es eigentlich keinen Spaß. So, und dazu spreche ich natürlich sehr gerne mit Experten oder hole mir auch den Rat von Experten ein. Heute bin ich hier mit dem, ich sag, der Jogi Löw des Krafttrainings in Deutschland. Also das ist eigentlich so die Koryphäe, wenn es um das Thema Krafttraining und alles, was dazu Kraftaufbau ist, gehört. Ich habe mir ihn selber als Trainer jetzt rausgesucht, was, glaube ich, eine ziemlich smarte Idee war, wenn ich so zurückdenke. Also erstmal froh, dass ich hier sein kann bei Wolfgang Unsold. Christopher, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass das geklappt hat. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Der ist ja auch neu gestartet, super, super spannend. Also mal reinhören, der heißt wie genau? Wolfgang Unsold Podcast. Wolfgang Unsold, also Unsold, UNSOELD oder mit Ö. Ich habe hier vor 5 Wochen mit dem Wolfgang ein Programm angefangen, das hat er angeboten, das hatte mir meine CrossFit-Trainerin empfohlen, das heißt Before and After, also vorher, nachher, was ja schon mal ziemlich promising ist, und der Wolfgang hat hier draußen, ich mach noch mal ein Foto in die Shownotes rein, quasi so eine Hall of Fame hängen von Leuten, die das gemacht haben, wo man wirklich sieht, dass Leute vorher eher voluminös waren, also jetzt nicht fett, ne? Nicht fett, aber schon, also weniger definiert und so weiter. Und dann eigentlich so nach 12 bis 16 Wochen wirklich komplett anders aussehen. Ne? 12, 16 Wochen. Das Kürzeste, was wir haben, sind 6 Wochen. Das Längste, was wir haben, sind 18 Monate. Also ein relativ breites Spektrum. Bei mir dauert es, glaube ich, 18 Monate. je nachdem, wie hoch das Ziel ist. Beim einen dauert es etwas länger als beim anderen. Ja. Vielleicht erzählst du noch mal, was sind so die Hintergründe von diesem Before and After? Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Before and After, ich habe angefangen als Trainer vor 10 Jahren. Und damals war dann so ein bisschen so am Anfang wie in jeder Berufs- und Orientierungsphase, wie genau mache ich das jetzt? Ich wusste, was ich machen will, ich wusste, warum ich es machen will, aber wie mache ich es und wie transportiere ich es? Und da hat mir mein damaliger Mentor geraten, dass ich so Vorher-Nachher-Bilder machen soll. Mhm. Und meine Antwort war dann so, boah, ist ein bisschen lame, oder? So. Und er wurde dann leicht wütend, hat gemeint, ne, wenn es lame wäre, wären diese ganzen Bodybuilding-Zeitschriften nicht voll damit. Ja. Und dann war halt mein Punkt, okay, was passt mir an den Art der Vor-und-Nachher-Bilder der Bodybuilding-Zeitschriften nicht? Genau das habe ich eliminiert. Ja. Also eine klassische Bodybuilding-Zeitschrift vor 10 Jahren, war halt ein Wettkampf-Bodybuilder, der schlecht fotografiert wurde, unrasiert, bleich, Bauch rausgestreckt, und dann das Nachher-Bild war dann eine Woche vor dem Wettkampf rasiert, braun gebrannt, aufgepumpt. Wenig getrunken wahrscheinlich die Tage davor, ne? Leicht dehydriert, das war dann so für mich dann auch nicht real. Ja. Und dann am besten noch vorher Bild direkt von vorne geschossen, das Nachherbild leicht seitlich geschossen, sodass das Licht noch ein bisschen besser fällt. Und einfach so Dinge, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das alles eliminiere, ist es keine schlechte Sache, denn vorher, nachher, so ein Bild sagt 1000 Worte, es ist deutlich einfacher, jemanden mitzugeben, was ich ihnen Wert anbieten kann oder was ich genau mache mit einem simplen Bild, als wenn ich dann einen Text schreibe mit so viel Prozent Körperfett, so viel Muskelmasse drauf, so viel Stärke geworden, das ist nicht so griffig wie so ein Bild. Und dann habe ich angefangen, vor 10 Jahren die Bilder zu machen, und dann die ersten Erfolge haben natürlich dann direkt recht gegeben, dass es marketingtechnisch damals, Facebook war damals noch wirklich funktioniert, Facebook-Werbung habe ich damals noch geschalten. Okay. Damals hat man für 4 bis 8 Euro 20.000 bis 25.000 Personen Reichweite bekommen, wenn man das dann mit heute vergleicht. Ich habe dann irgendwann, nachdem das dann nicht mehr so gut war, auch aufgehört. Ja. Damals hat es richtig gut funktioniert. Aber du kannst halt bei Facebook auch die Sachen noch sehen. Kannst bei Facebook die Bilder auch angucken. Also wenn du mal nach YPSI guckst, also YPSI, Your Personal Strength Institute, oder Wolfgang Unsold, da findest du die Sachen auch, oder halt auch so auf seiner Webseite auch. Ist auch YPSI, ne? Ja. YPSI auf der Webseite, da gibt es so ein Before- und After-Programm. Da sind echt krasse Bilder drauf. Und was ich halt daran spannend finde, also das ist ja so ein Muster, ne? Dass du den Leuten sagst, hier ohne großen Aufwand, du musst nur das essen oder das nicht mehr essen, und dann verändert sich dein Körper innerhalb von, was weiß ich, 3 Tagen bis 6 Wochen oder sowas.
Aber das ist hier gerade nicht so. Also ich kann von mir aus sagen, dass ich, glaube ich, schon lange nicht mehr so hart trainiert habe jetzt mit dem Trainingsplan von dir. Aber es sind noch ganz andere Elemente dabei. Aber die Grundlage von dem ist ja eigentlich diese Hautfaltenmessung, ne? Was ich verwende, eine Hautfaltenmessung, ich messe die Dicke der Hautfalte. Zum Beispiel hier, der ein oder andere, der sich mit dem Thema Also Fitness am und Handgelenk zum Training Beispiel, ja. etwas mehr auseinandersetzt, kennt es schon, Hautfaltenmessung zur Körperfettbestimmung. Je dicker die Hautfalte, je dicker diese Falte hier, desto mehr Fett an der Stelle. Gibt es verschiedene Formeln von 3 über 5 über 7 Falten. Ich verwende 13 Falten. Das heißt, ich messe Körperfett, ich messe die Hautfaltendicke an 13 Stellen am Körper und kann damit dann sehr gut berechnen, wie viel Körperfettprozent hat jemand insgesamt. Was in erster Linie für mich kein absoluter Wert ist, sondern mehr, es geht um Verhältnisse, es geht um Buchhaltung. Das heißt, ich bestimme den Wert, dann verändern wir Dinge und einen Monat später messe ich wieder und dann schaue ich, okay, wir haben Folgendes verändert. Was ist bei den Hautfalten passiert? Ist das Körperfett hoch, ist das Körperfett runter? Was für mich im Detail noch wichtiger ist, wie haben sich die einzelnen Hautfalten bewegt? Was man mittlerweile weiß, ist, dass vor allem der Hormonhaushalt bestimmt, wie wir Körperfett speichern. Und das ganz einfach machen, jeder weiß, Personen speichern unterschiedlich Körperfett. Was ganz einfach macht, es gibt die Birne, die Person, die mehr Körperfett im Unterkörper speichert, und es gibt den Apfel, das ist die Person, die mehr Körperfett in der Körpermitte speichert. Darüber hinaus hat aber mit Sicherheit jeder schon mal bei sich oder bei anderen beobachtet, es gibt einige Stellen, da nimmt man Körperfett schneller zu. Es mag der Arm sein, es mag der Bauch sein, es mag die Hüfte sein. Für mich ist der Also Bauch. eine klassische Falte, was Stressmanagement angeht. Ja. Jeder, der viel arbeitet, vor allem selbstständig. Da ist der Bauch oftmals so ein Ja, Thema, ist es so? das mit Stresshormon Cortisol korreliert, während zum Beispiel die Hüfte korreliert mit Insulin, mit Blutzuckermanagement. Das heißt, jemand, der sehr gern sehr viel Süßes isst, da ist definitiv die Hüftfalte Ja, etwas, meine Hüfte hat ja auch zugenommen das jetzt, ne, über schneller Weihnachten. mehr Kohlenhydrate und dann sagt die Buchhaltung direkt, okay, das geht Okay, hoch. krass, ne? Und Ja. so, Körperfettverteilung ist individuell. Körperfettverteilung ist definitiv nicht der Zufall, sondern es sind physiologische Prozesse, die bestimmen, wie wir Körperfett abspeichern. Einige der Falten und einige der Stellen sind in der Wissenschaft recht gut erforscht. Seit Ende der 80er weiß man zum Beispiel Bauch und Also das Hüfte. ist auch wirklich wissenschaftlich belegt. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Falten. Alles, was ich an wissenschaftlichen Referenzen gefunden habe, die tatsächlich gut sind, sind auch in den Referenzen meines ersten Buchs drin. Da habe ich das alles, das sind einige Seiten von zum Thema Körperfettverteilung und Hormonaushalt. Nicht jede Falte ist untersucht. Das, was am meisten untersucht ist, ist Hüfte und Bauch. Und da gibt es die ersten Nachweise Ende der 80er Jahre. Okay. Am Ende vom Tag, wissenschaftliche Nachweise ist sehr wichtig. Was mir jedoch wichtig ist, es geht um Buchhaltung. Das heißt, ich messe Zahlen, dann verändere ich was und dann interessiert mich, was haben die Zahlen gemacht. Und Genau. basierend darauf kann ich Rückschlüsse ziehen, beziehungsweise ich kann Fragen stellen und basierend darauf dann entscheiden, okay, nächste Phase, Beispiel, wir gehen mit den Kohlenhydraten wieder runter oder wir gehen mit den Kohlenhydraten hoch oder wir setzen mehr Fokus auf den Schlaf oder wir setzen mehr Fokus auf dein Energielevel am Morgen. Das heißt, du kannst auch die Schlafqualität auch ablesen anhand der Hautfalten? Es gibt eine Falte, die sehr gut korreliert, wie tief dein Schlaf ist. Und basierend darauf, wenn die Falte sich jetzt ins Positive bewegt, würde ich zum Beispiel schauen, okay, was hast du subjektiv an Feedback? Oder wenn wir ein anderes Tool haben, wie so ein Aura-Ring zum Beispiel, was ist objektiv an Feedback an Schlafqualität? Was ist ein Aura-Ring? Aura-Ring ist ein kleines Tech-Tool, also ein Ring, den man sich um Ach den so. Finger macht und der misst Schlafqualität. Okay. Ja, also meine Uhr, die misst das ja im Prinzip auch, ne? Da gibt es ein paar Dinge, Aura-Ring ist Ja. der bekannteste. Wenn die Uhr das misst, dann könnten wir da auch gucken, okay, die Falte sagen Folgendes, Schlafqualität ist besser, was sagt die Uhr? Ja. Und natürlich auch, was sagst du subjektiv? Ja. Subjektiv ist immer was ganz Interessantes, am Ende ist halt Aber subjektiv, ne? du hast das eingangs auch gesagt, als ich hier angefangen habe, dass das eigentlich eins der größten Probleme ist, dass die Leute nicht richtig schlafen können, ne? Schlaf ist ein riesen, riesen Thema, Schlaf wird unterschätzt. Oftmals ist auch so, ich brauche keinen Schlaf. Vor allem die viel Ambitionen haben, ist Ja. so, nur schlafen kann ich später. Aber nichts ersetzt guten Schlaf. Für alles Und eigentlich, ja. es gibt dieses Zitat von der General, der am meisten schläft, gewinnt den Krieg. Und Wobei Napoleon eigentlich wenig geschlafen hat, sagt man, ne? Napoleon oder auch Churchill waren dafür bekannt, dass sie nachts sehr wenig geschlafen haben, aber strukturiert Nickerchen gemacht haben Ah, okay. tagsüber, um so quasi die kürzere Nacht zu überbrücken und weiterhin leistungsfähig zu bleiben. Also Ja. Schlaf ist etwas, guter Schlaf kann durch nichts übersetzt werden. Und guter Schlaf ist Basis vor allem für nachhaltigen Erfolg, Fortschritt, wie auch immer man Erfolg definiert. Was sagst du, Also, was ist so, was muss man so an Schlaf haben als Mann?
6 bis 10 Stunden. 6 bis 10 Stunden, gut, das ist eine weite Range. Zum einen, von Person zu Person ist es unterschiedlich. Zum anderen, von Aktivitätslevel zu Aktivitätslevel ist es unterschiedlich. Also Beispiel, wenn man viel Sport macht, braucht man faktisch mehr Schlaf. Und auch von Jahreszeit zu Jahreszeit. Die einfachste Regel, um rauszufinden, ob jemand aktuell genug schläft, ist, wachst du von alleine morgens fit auf. An dem Punkt, an dem du Wecker brauchst, argumentiere ich, dass du faktisch nicht genug schläfst. Okay, also wenn du aber sagst, das braucht eigentlich jeder, oder? Ich nicht. Ja. Du nicht? Viele meiner Kunden auch nicht. Ja, ich werde mittlerweile auch automatisch wach irgendwie. Du wirst auch von alleine wach. Ziel ist das Beispiel, wenn du sagst, aber ich muss um 5 aufstehen, da brauche ich doch auf jeden Fall einen Wecker. Tust du nicht. Wenn du um 9 ins Bett gehst, ist alles gut. Ja, du musst einfach nur zur entsprechenden Uhrzeit ins Bett gehen und dann wachst du morgens um 5 von alleine auf und bist fit. Ja. Ich gehe um 10 ins Bett und wach so zwischen 4:30 und 5 eigentlich von alleine auf. Meistens. Das ist die Ideallösung. Der eine muss um 5 aufwachen, der nächste um 7 und dementsprechend den Schlaf so zu steuern. An dem Punkt, den du von alleine aufwachst, hast du genug geschlafen. Das ist aus meiner Sicht der genaueste Indikator für die Frage, schlafe ich genug? Ja. Okay, also kann ja nicht jeder zu dir kommen und das Programm machen. Was sind so die wichtigsten Elemente, wenn ich sage, okay, ich will gesünder leben, ich will stärker werden, ich will fitter sein. Was sind so die wichtigsten Elemente, die ich beeinflussen kann? Das Erste ist, was mit Sicherheit auch jeder weiß, Ernährung. Ernährung spielt eine große Rolle. Ernährung ist im Endeffekt das Benzin im Tank. Was die Ernährung angeht, es gibt gewisse Grundregeln, die ich jedem empfehlen kann. Das ist Punkt Nummer 1, Qualität. Qualität der Nahrung spielt eine Rolle aus verschiedensten Gründen. Ziel muss sein, die bestmögliche Qualität, die du aktuell zur Verfügung hast, zu wählen. Das ist wichtig. Also Bio. Bio, aber dann auch wieder eine Frage, Beispiel, wenn jemand grundsätzlich nicht vorkochen kann oder nicht zu Hause isst. Wenn du auswärts isst, wenn du 3 Möglichkeiten hast, die aktuell zur Verfügung stehen, dann mögen vielleicht alle 3 nicht Bio sein, aber wähle dann die beste, die du zur Verfügung hast. Also ein Restaurant, wo du das Gefühl hast, dass die qualitativ hochwertige Waren verwenden. In Asia bist hast, einen Dönerladen und ein Steakhouse oder ein Burgerladen, dann würde ich wahrscheinlich das Steakhouse oder den Burgerladen wählen und dann eben den Burger nehmen. Ach echt? Ja. Also aber das ist die beste Lösung. Kein McDonald's dann, ne? Keine McDonald's, also dann tatsächlich ein Burgerladen, der vielleicht sogar Fleisch lokal hat, Bio vielleicht, wenn ich richtig Glück habe, oder zumindest mal nicht tiefgefroren, keine TK-Patties, sondern tatsächlich frisches Fleisch, dann fahre ich wahrscheinlich besser als mit was Frittiertem beim Asiaten oder mit Dönerfleisch, was zu 60-80% Fleisch ist und der Rest ist Paniermehl, Sojaproteinsalat, Erbsenproteinsalat, also da ist relativ viel drin, das faktisch nicht Fleisch ist. Okay, Qualität? Qualität ist ein großer Faktor, Rotation. Auch das wird massiv unterschätzt. Okay. Wir essen statistisch gesehen 12 bis 17 Lebensmittel 90% der Zeit. Und jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt und sich überlegt, okay, wenn ich einkaufen gehe, was kaufe ich? Du kaufst immer dasselbe. Die absolute Mehrheit, selbst die einigermaßen ernährungsbewusst an das Ganze rangehen, wir sind Gewohnheitstiere, wir kaufen dasselbe. Evolutionsbedingt sind wir nicht darauf ausgelegt, konstant dasselbe zu essen. Ja. Denn die absolute Mehrheit der Pflanzen, die wir essen, gibt es 1 bis 2 Monate im Jahr und das war's. Genau. Es gibt Spargelbaum, 1 Monat Vollgas Spargel, es gibt Himbeeren, es gibt Erdbeeren, 1-2 Monate und dann war's das. Ja. Diese Supermarktgeschichte erlaubt uns, dass wir 12 Monate im Jahr exakt das gleiche zur Verfügung haben, was dafür sorgt, dass wir zu oft das gleiche essen. Das gleiche Spiel mit den Tieren, also zum Beispiel, wenn ich im Wasser lebe, da fange ich nicht jeden Tag exakt den gleichen Fisch. Ich fange nicht jeden Tag einen Lachs, einen Thunfisch, tue ich nicht. Ja. Da ist eine natürliche Rotation da, die verschiedene Vorteile mit sich bringt. Einer davon ist definitiv Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und ein anderer, der immer noch unterschätzt wird von vielen, ist das Thema Geschmack. Oftmals ist es so, dieses keine Kohlenhydrate essen ist doch so langweilig. Keine Kohlenhydrate essen ist nicht langweilig, sondern immer dasselbe essen ist langweilig. Also Beispiel, wenn du immer nur Thunfisch isst, ist halt doof irgendwie. Ne? Aber andersrum genauso, Beispiel, dein Lieblingsessen ist Lasagne, rein hypothetisch. Jetzt stell dir mal vor, du isst die nächsten 14 Tage jeden Abend Lasagne. Und manche Leute freuen sich darauf, glaube ich. Manche freuen sich, aber für die absolute Mehrheit ist es so, am 10. Abend kommst du nach Hause und es ist nicht so, oh, heute gibt es Lasagne, sondern es ist halt so, dann esse ich halt wieder Lasagne. Ja. Rotation sorgt automatisch dafür, dass Essen besser schmeckt, was es deutlich einfacher macht, eine Ernährungsumstellung aufrechtzuerhalten. Und du hast wahrscheinlich auch eine bessere Nährstoffversorgung, weil du einfach unterschiedliche Sachen isst mit unterschiedlichen... Zweiter Punkt ist, Mikro- und Makronährstoff, Makronährstoffspektrum verbreitert sich natürlich, je mehr verschiedene Lebensmittel ich esse. Okay, also Makro ist Kohlenhydrate, Fette und Proteine und Mikro sind halt Vitamine, Minerale, Spurenelemente. Spurenelemente. Ja. Genau.
Beispiel sowas wie eine Paranuss hat relativ viel Selen, während sowas wie ein Walnuss relativ viel Omega-3 hat. Und Beispiel Macadamia hat dann relativ viel von dem Vorläufer für den Neurotransmitter Acetylcholin, das ist das, was für Muskelkontraktion sorgt. Indem ich jetzt nur eine Nuss esse, habe ich zwar das, indem ich aber die verschiedenen abwechsle, nutze ich das Spektrum an verschiedenen Nährstoffen aus und bin so, was einfach macht, besser versorgt. Das okay. Neben der Qualität ist definitiv Rotation ein großer, großer Faktor. Und Nummer drei, ich habe viele, viele, mehrere hundert Ernährungsbücher gelesen in den letzten Jahren. Naja, der Mann ist eine reine, ist wirklich eine Bibliothek. Also du kannst ihn fragen, was du willst. Und, ja, da gibt es die und die Studie und das und das. Und du hast ja zum Beispiel auch gesagt, dass wir alle eine Glutenunverträglichkeit haben. Ne? Das ist Fakt. Weil ich habe eigentlich auch letztens ein Buch gelesen, wo man sagt, naja, den Leuten wird alles eingeredet, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben, aber nur 5% der Bevölkerung haben eigentlich eine akute Glutenunverträglichkeit, deswegen, warum soll man denn auf Getreideprodukte verzichten? Da bin ich zu dir gekommen, dass ich sage, nee, wir haben alle eine Glutenunverträglichkeit. Die Wissenschaft ist sehr, sehr einig, so etwas wie Glutenverträglichkeit gibt es nicht. Okay. Die Frage ist, wie unverträglich ist jemand gegenüber Gluten? Das heißt, es ist ein Stressor für jeden von uns, es ist Stressor für jeden Darm. Die Frage ist, in welchem Ausmaß? Der eine verträgt es deutlich besser, der andere, Beispiel sowas wie Zöliakie, so eine Entzündung der Darmwand, basiert auf Gluten, die essen ein Stäubchen, die essen ein bisschen Soße, wo ein Löffel... Das ist wie bei Erdnussallergie, wo die einen essen irgendwie einen Beutel Erdnüsse und die anderen müssen direkt zum Notarzt und sich irgendwie Epinephedrin oder sowas spritzen lassen. Ja, ne? Exakt gleich. Der wirklich sensibel ist, der hat ein Stäubchen irgendwo drin und der Bauch macht und geht's nicht gut und Haut und so weiter. Was dann das bedeutet aber tendenziell eher Weizenprodukte meiden? Weitestgehend meiden. Und Roggen und Gerste auch? Ja, Roggen und Gerste ebenfalls. Hafer zum Beispiel ist in Ordnung. Die Form des Glutens, die in Hafer drin ist, ist nicht die gleiche wie in Weizen. Weizen, Roggen, Gerste haben die gleiche Form des Glutens. Weizen hat ja absolut gesehen am meisten und sorgt dafür dann auch grundsätzlich für die meisten Probleme. Bei allen ernährungstechnisch bin ich kein großer Freund von massiven Restriktionen. Also ich bin niemand, der dir sagt, okay, du kannst nie wieder Weizen essen. Ja, Beispiel, du bist am Wochenende Adventsessen und dann gibt es dann Weihnachtsgebäck zum Nachtisch. Und du bist ein Riesenfan von Weihnachtsgebäck und das gibt es einmal im Jahr. Ist. Ja. Aber nicht jeden Tag Brot essen. Das nicht heißt, jeden Tag Brot, nicht jeden Tag Brot essen. Also ein Unterschied zwischen... Manchmal ist das Hauptnahrungsmittel, ne? Also die essen morgens dann halt zwei Brötchen, mittags nochmal eine Stulle irgendwie und abends dann zum Abendbrot nochmal Brot. Ja. Ist dann halt nicht optimal offensichtlich. Nee, würde ich vermeiden. Auch die absolute Mehrheit spürt subjektiv direkt oder relativ schnell einen Unterschied. Ein einfacher Test, den man machen kann, wenn man sich selbst nicht ganz sicher ist, 7 Tage lang überhaupt kein Gluten essen und dann einen Tag lang zu jeder Mahlzeit Gluten essen. Das wäre quasi so eine kurze Sensibilisierung. Wie man sich fühlt dann, ne? Man merkt, fühle ich mich wohler, unwohler, leistungsfähiger, weniger leistungsfähig. Ja. Für die meisten innerhalb von 2-3 Mahlzeiten ist direkt, und es äußert sich bei jedem anders. Beim einen ist es der Darm, der dann sich bemerkbar macht, Blähung oder dergleichen. Beim nächsten ist es die Haut. Beim nächsten ist es so ein Hirnnebel. Beim nächsten sind es Gelenkschmerzen. Das heißt, auch Stressoren äußern sich bei verschiedenen Personen anders. Das ist nicht bei jedem gleich. Nur weil dein Darm nicht reagiert, heißt noch lange nicht, dass du nicht reagierst. Okay, also wir haben gesagt Schlaf, dann sind wir jetzt bei Ernährung, hast du gesagt, okay, also Qualität ist ein Riesenthema, okay. Abwechslung, Gluten. Gluten wäre eins, ich mache es noch einfacher, so viel wie möglich unverarbeitete Lebensmittel. Mhm. Aber wenn ich jetzt, Lebensmittel, okay, wenn, aber ich alle, wenn ich jetzt Weizenbrot selber backen würde, würde aber in dem Fall nichts ändern. Ne? Weizen ist ein Verarbeiter, ja. Also an dem Punkt nicht nur, dass es moderne Landwirtschaft ist, sondern wir müssen es mahlen, dass Mehl draus wird und dann müssen wir es verarbeiten, dass Gebäckbrot Pasta draus wird. Wäre ein Beispiel sowas wie eine Süßkartoffel, die mache ich im Backofen und dann gart die und das war's. Die Süßkartoffel läuft basierend auf meiner Definition null Zutaten, unverarbeitet. Ja. Und wenn ich dazu dann noch neben die Süßkartoffel in den Ofen ein bisschen Wurzelgemüse, sowas wie Karotte dazu und dann von mir aus auf der anderen Seite vom Backblech noch ein bisschen Lachs dazu. Bisschen Olivenöl, ein bisschen Meersalz. Ja. Dann habe ich ein bisschen Karotte, Wurzelgemüse, Süßkartoffel, ein paar Kohlenhydrate und dann nochmal Lachs. Das ist eine gute Mischung, halb Tier, halb Pflanze, was so eine ganz gute Grundregel ist für die Ernährungsform, die ich empfehle. Okay.
Okay, dann haben wir Ernährung. Gut, da könnten wir ja ewig drüber reden, was ist Milch und so weiter und so weiter. Aber vielleicht noch mal kurz, also das Erste, was du ja bei mir, wo du gesagt hast, okay, ich soll auf jeden Fall noch ein Supplement nehmen, mit so allgemeinen Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter, wo ich früher immer gesagt habe, okay, aber ich esse ja schon abwechslungsreich, ich brauche das nicht. Und ich habe früher immer den Spruch gesagt, dass die Amerikaner den teuersten Urin haben, weil die halt unfassbar viel Vitaminpräparate essen, die aber eigentlich vom Körper ausgeschieden werden und eigentlich aber auch die Aufnahme von diesen Stoffen behindern, weil wenn der Körper so geflutet wird, sie nicht mehr aufnehmen kann. Warum jetzt doch auch für mich dieses Supplement? Die Aussage ist grundsätzlich richtig. Ich hier würde jedoch, wenn du zwei Szenarien hast, entweder du hast ein leichtes Defizit oder du hast einen leichten Überschuss, sodass du etwas teuren Urin hast. Welche von beiden Szenarien würdest du wählen? Ja, lieber den Überschuss. Genau. Ja. Das ist auch im Endeffekt einer der Punkte meiner Philosophie. Ziel meiner Supplement-Philosophie sind nicht irgendwelche neonfarbenen Döschen mit Muscle-Builder und ne, Anabolic und Pre-Workout, und sondern Ziel meiner Supplement-Philosophie ist es, dem Körper ein möglichst breites Spektrum an Nährstoffen zur Verfügung zu stellen, Makro- und Mikronährstoffe, sodass er selbst das bauen kann, was er braucht. Und die Metapher, die ich sehr, sehr gebe, wenn wir uns vergleichen mit einem Transportmittel, dann haben wir ein Kontinuum von Fahrrad zu Rallye-Wagen. Das Fahrrad, wie oft geht es kaputt? Selten. Wenn es kaputt geht, ist ein Reifen. Wie teuer sind die Ersatzteile? Ein paar Euro kosten Reifen. Wie ausgebildet muss der Mechaniker sein? Jeder, der einen Zettel lesen kann, kann den Reifen wechseln. Auf dem anderen Ende des Kontinuums haben wir den Rallye-Wagen. Wie oft muss der in die Werkstatt? Jedes Mal, nachdem er gefahren wurde. Wie gut müssen die Techniker, Mechaniker ausgebildet sein? Die besten, die du bekommen kannst. Wie hochwertig sind die Ersatzteile? Die hochwertigsten, die du bekommen kannst. Der Anspruch des Alltags bestimmt den Bedarf an Wartung, Ersatzteilen, in dem Fall Mikronährstoffe, Okay, das heißt, Makronährstoffe. wenn ich mich nicht bewege und ein stressfreies Leben habe, brauche ich weniger mich damit zu beschäftigen, als wenn ich sage, hier, ich will regelmäßig Sport machen und ich will beruflich halt optimal leistungsfähig sein, was ja wahrscheinlich die meisten sind, dann sollte man sich halt auch darum kümmern. Exakt. Je größer der Anspruch des Alltags, desto mehr muss investiert werden, um quasi das Auto in Schuss zu halten. Okay. Das ist auch so Das heißt, meine du würdest Philosophie. empfehlen, also was empfiehlst du dann so als Grundsupplemente, wenn du sagst, okay, ich will maximal leistungsfähig sein? Multivitamin-Mineralkomplex ist die Basis. Das ist das Erste, was ich jedem meiner Kunden Also gebe was du und so in der empfehle. Apotheke kaufen kannst, so ein Multikomplex. Zentrum oder sowas? Qualität spielt eine große, große Rolle. Nicht nur, was drin ist. Also zum Beispiel, wenn da Magnesium draufsteht, ist nicht zwangsweise ein gutes Magnesium drin. Da wird Magnesium drin sein. Was für ein Magnesium es ist, spielt ja auch eine Rolle. Beispiel, wenn ich ein Produkt im Supermarkt kaufe, ob es jetzt ein Multi ist oder ein Magnesium direkt, ist es Magnesiumoxid. Magnesiumoxid hat eine Bioverfügbarkeit von 4%. Das heißt, wenn Das ich heißt, nur 400 4% Milligramm, davon verwerten genau, tatsächlich wenn im ich Körper, ne? 400 Milligramm zu mir nehme, landen 16 Milligramm davon im Blut. Das heißt, ja, da steht Magnesium drauf, da ist auch Magnesium drin, aber die Form des Magnesiums ist nicht die hochwertigste bzw. bioverfügbarste Lösung. Das heißt, ich muss in die Apotheke gehen? Im Endeffekt, was ich gemacht habe, um das Problem zu lösen, ich habe relativ viel Nahrungsergänzungsmittel importiert zu Beginn und dann im Endeffekt den einfachsten Schritt gegangen, genauso wie ich es haben will, das Ding selbst formuliert. Na gut, das ist natürlich Multikomplex ist das Produkt, das ich empfehle, verwendet, denn das ist das Aber wenn ich Produkt, jetzt in das die ich im Endeffekt Apotheke selber gehe, mache. worauf müsste ich dann achten? Zum einen, gerade bei Magnesium, ein guter Richtwert ist, die Inhaltsstoffe anschauen. Wenn die Form des Magnesiums auf AT endet, also Oxid endet auf ID, das ist kein AT, Bisglycinat, Magnesium, Bisglycinat endet auf AT. Wenn die Form auf AT endet, habe ich schon eine hochwertigere Form. Und beim Ja. Vitamin? Bei Vitaminen ist es ein bisschen komplexer, weil davon Vitamin zu Vitamin sich unterscheidet. Okay. Ein relativ breites Spektrum ist schon mal ein guter Indikator. Wenn das ein Multivitamin ist, Multivitamin-Mineral mit nur 8 Inhaltsstoffen, dann deckt es halt auch wieder ein sehr kleines Spektrum ab. Ein größeres Spektrum ist gut. Auf die Magnesiumform zu achten, ist ein guter Richtwert. Denn jemand, der eine hochwertigere Magnesiumform verwendet, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von den anderen Inhaltsstoffen hochwertigere verwenden. Okay. Denn Magnesium als Rohstoff ist Ich nicht kann das stundenlang günstig, mit dir nicht sprechen, aber das wir müssen auf günstigste. die Zeit Ist nicht achten. das günstigste, das Ja. heißt, wenn jemand so weit geht und sagt, okay, vom Magnesium ist es mir wert, in den hochwertigeren und definitiv teureren Rohstoff zu investieren, dann wird wahrscheinlich auch bei den anderen Stoffen die hochwertigere Variante gewählt werden. Okay. Okay, also wir hatten Schlaf, wir hatten Diversität der Nahrung, also dass man halt mehr Abwechslung reinbringt, einfach auch um Allergien und Unverträglichkeiten zu verhindern und eigentlich auch sich ja, vielseitiger zu ernähren. Wir haben Gluten gesagt.
Ne? Genau. Tendenziell eher weniger Kohlenhydrate. Haben wir jetzt gar nicht so angesprochen. Kohlenhydrate ist ein großes, großes Thema. Statistisch gesehen, Low Carb. Ja. Aber statistisch gesehen. Ich sage ja immer, also ich spreche immer von artgerechter Ernährung. Man muss sich immer vorstellen, wie haben die Wüstenmenschen, also die Steinzeitmenschen, also eigentlich waren es so Steppenmenschen, ne? Wie haben die gelebt? Wenn man halt draußen in der Natur ist, es gibt halt kein Brot. Und die Kohlenhydrate, die kriegst du, sind halt ein paar Samen, die du irgendwo abpflückst, aber das ist halt von der Menge viel weniger. Und es gab eigentlich auch keinen Zucker, das darf man halt nicht vergessen. Also der einzige Zucker, der da war, war halt aus Früchten. Die Früchte waren aber lang nicht so süß wie das, was du heute kriegst. Also ein Apfel war früher so wie ein Boskop oder sowas, ne? Und eine Birne hat eigentlich eher wie eine Quitte geschmeckt. Das ist ja alles süß gezüchtet worden. Und Honig war halt auch die Ausnahme. Also ich habe letztens mal so einen Film gesehen, wie so ein Typ im Urwald so einen Wildhonig versucht hat zu ernten oder runterzuholen. Das war extrem gefährlich. Und da war dann vielleicht eine Handvoll Honig drin für die ganze Sippe. Ne? Aber das ist eigentlich auch der Grund, dass wir keinen Stopp haben, wenn es Süßes gibt. Weil der Körper halt sagt, wenn du irgendwo was Süßes findest, dann isst so lange, bis alles weg ist, weil das halt die perfekte Energiequelle damals war. Exakt. Süß ist relativ neu. Ich verteufel süß grundsätzlich nicht. Das heißt mit Sicherheit, es gibt Momente, da macht das Sinn. Ähnlich vergleiche ich es gerne mit Handy. Ich bin kein Riesenfreund von Mobiltelefonen. Ich selber habe keins. Das heißt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass wir alle keine Mobiltelefone mehr haben sollten, sondern wenn du es brauchst, nutze es. Aber ein verantwortungsvoller Umgang ist entscheidend. Das heißt, 6 Stunden am Tag am Handy zu hängen, ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Technologie und Stressmanagement-Technik technisch definitiv nicht gut. Nicht gut. Ne? Ja. Genauso mit Zucker. 3-mal am Tag Zucker zu essen, das wird nicht funktionieren. Gerade das Thema, was du schon angesprochen hast, mit dem, ne, Herstellung von Zucker. Die einzigsten Lebewesen auf dem Planeten, die übergewichtig sind, ob Mensch oder Tier, sind die, die sich von moderner Landwirtschaft ernähren. Mhm. Und moderne Landwirtschaft gibt es seit 6.000 bis 12.000 Jahren und es ist nicht möglich, größere Mengen an Kohlenhydraten regelmäßig zu konsumieren ohne moderne Landwirtschaft. Ja. Das heißt, selbst die Pflanzen, je nachdem, auch wenn wir hören, 2,5 Millionen Jahren gibt es jetzt einen aufrechtgehenden Menschen, wir haben Pflanzen konsumiert, jedoch nie in konzentrierter, verarbeiteter Form und nie stärkereiche Pflanzen in größeren Mengen. Denn das funktioniert nur mit moderner Landwirtschaft. Das heißt, für über 99% unserer Existenz hatten wir keinen Zugang zu großen Mengen an Kohlenhydraten. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich es verteufel. Aber es ist halt evolutorisch mega schwierig. Ne? Ja, weil wir sind nicht dafür ausgelegt, ja, größere Mengen an Kohlenhydraten zu konsumieren. Du hast es ja gerade gesagt, du hast 10.000 Jahre Landwirtschaft, wenn es hochkommt. Das reicht nicht für den Körper, also für den Organismus, um sich umzustellen. Da sagt man immer, ja, aber 10.000 Jahre, das ist halt noch nicht so viel. Ne? Weil davor hattest du 500.000 Jahre, wo es halt nichts gab. Und der Körper ist halt darauf ausgerichtet, sich anders zu ernähren. Ne? Aber vielleicht machen wir da mal einen Cut, sonst das ist ein Riesenthema. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein paar extra Folgen machen. Okay, wir hatten jetzt das Thema Schlaf, wir hatten das Thema Ernährung. Und jetzt kommt das Dritte, was wir einfach noch mal ansprechen sollten. Ich meine, wir sind hier in einem Studio, wo es auch eine Menge fiese Geräte gibt. Das ist das Thema Bewegung, ne? Bewegung, Training, ja, ist ein großes, je nachdem. Und das finde ich nochmal interessant. Du empfiehlst ja jetzt niemandem, dass er jetzt irgendwie eine Stunde aufs Laufband gehen soll, sondern du sagst ja, Training mit schweren Gewichten ist eigentlich das, was es bringt. Das sollten wir vielleicht nochmal thematisieren. Training mit schweren Gewichten oder Training mit steigenden Gewichten, Krafttraining, aus meiner Sicht ist die Grundlage der körperlichen Entwicklung. Denn mit Gewichtstraining können wir Kraft aufbauen und genau genommen ist Maximalkraft die Mutter aller Kraftqualitäten, beziehungsweise Maximalkraft ist die Basis für jede Form der körperlichen Bewegung. Selbst wenn ich das Ziel habe, einen Marathon zu laufen oder einen Ironman hinter mich zu bringen, dann brauche ich ein gewisses Maß an Maximalkraft. Egal welche Form des Sports, egal welche Form der Bewegung ich machen will, ich brauche ein gewisses Maß an Maximalkraft. Und du bist ja eigentlich auch, also es gibt ja jetzt so unterschiedliche Fitnesstrends, ne, und ich kann mich noch erinnern, als ich so angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hat mir gesagt, ey, Kniebeuge auf keinen Fall, ja, weil da machst du die Knie mit kaputt und so weiter. Und es gibt ja auch immer Beispiele von Leuten, die sich die Knie kaputt gemacht haben. Und du hast dein ganzes Buch nur über die perfekte Kniebeuge geschrieben. Und du sagst ja eigentlich, das ist die Grundlage, also eigentlich die beste Übung, die man überhaupt machen kann. Angeleitet wahrscheinlich, ne? Bevor wir unseren ersten Schritt gehen, haben wir die Kniebeuge gemacht. Ja. Es ist nicht möglich, einen einzigen Schritt zu gehen, ohne die Kniebeuge zu machen. Das Erste, was du machst, ist ein Liegestütz. Dann kommst du hoch, dann sitzt du in der Hocke und dann stehst du auf. Und dann, wenn es gut läuft, machst du den ersten Schritt.
Das heißt, die Kniebeuge ist grundsätzlich ein sehr, sehr ursprüngliche Bewegungsmuster. Kniebeuge ist wie jede andere Übung. Es ist wenig, wenn sich jemand verletzt, ist weniger die Übung schuld, sondern die Person, die die Übung ausführt, aber dafür nicht vorbereitet ist. Mhm. Wenn jemand nicht die Mobilität und Stabilität hat, eine Kniebeuge auszuführen oder mit einem bestimmten Gewicht auszuführen und sich dann verletzt, dann muss man sich besser darauf vorbereiten, ob jetzt Mobilität, Stabilität oder krafttechnisch, um die Kniebeuge ausführen zu können. Wir alle, die sind dafür ausgelegt, unser Sprunggelenk, Knie und Hüfte ist dafür ausgelegt, eine volle Kniebeuge zu machen. An dem Punkt, an dem wir anfangen zu sitzen, was im Regelfall die erste Klasse ist, verlernen wir die Kniebeuge. Wie viele 4-, 5-Jährige, die im Kindergarten sind, können eine Kniebeuge? Wie viele 15-, 16-, 17-Jährige, die 10 Jahre Schule hinter sich haben, sind immer noch imstande, eine komplette Kniebeuge zu machen? Komplette Kniebeuge wäre, dass du wirklich tief runtergehst. Genau, ne? Komplett runter. Also quasi in die Hocke, mehr oder weniger. Ne? Ganz in die Hocke runter, Fersen sind flach auf dem Boden und der hintere Oberschenkel bedeckt die Wade komplett. Das wäre eine ganze Kniebeuge. As to grass, sagt man. Ne? As to grass. Komplett runter. Ja. Wir verlernen das. Das Prinzip in der Mechanik ist in vielen anderen Bereichen don't use it, lose it. Ja. Also ich kann mich erinnern, als ich mir dann meinen ersten Trainer gesucht habe und gesagt, ja, ich will auch Kniebeugen machen, hat er gesagt, hat er mir ein paar Sachen machen lassen, hat gesagt, also bis du mal eine Kniebeuge machst, wo irgendein Gewicht drauf ist, das wird wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern, ne, weil er wirklich Mobilität ganz viel gemacht hat und so weiter. Und es ist ja auch so, dass deine Muskeln meistens schneller wachsen, als sich deine Gelenke und deine Knochen und deine Sehnen entwickeln und so weiter. Ja. Deswegen muss man sich halt langsam auch daran tasten. Ne? Ja, definitiv. Gerade Muskulatur adaptiert relativ schnell. Und gerade wenn wir über größeren Bewegungsradius höhere Gewichte verwenden, vor allem der Sehnenbänderapparat ist da ein wichtiger. Deswegen bin ich ein großer Freund von Wechsel im Training. Nicht einfach immer nur schwer, 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 sondern verschiedene Übungsvarianten, verschiedene Kniebeugenvarianten, in dem Fall abwechseln und mit den Varianten die Kniebeuge verbessern und dann nach und nach stärker werden. Also bei mir zum Beispiel, es gibt ja auch den Overhead Squat, wo du quasi die Stange am langen Arm, also an den ausgestreckten Arm breit über dem Kopf hältst. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich konnte es nicht nachmachen. Das hat bei mir bestimmt 18 Monate gedauert, bis ich das mit 20 Kilo über dem Kopf nachmachen konnte, weil mir einfach komplett die Mobilität gefehlt hat. Ne? Also jeder, der es mal ausprobieren will, das ist echt krass, wenn du einfach nur die Arme streckst und in die Hocke gehen willst, das ist schwer. Ne? Ja, wenn du das mit 4-, 5-Jährigen machst, das ist kein Problem. Ne? Absolut, der Großteil von ihnen wird es können. Ja. Je mehr wir sitzen, was sehr genau genommen sehr unnatürliche Position ist, desto mehr verlieren wir diese Fähigkeit, komplett in die Hocke runterzugehen. Ja. Was da auch natürlich krafttrainingstechnisch einer der Vorteile ist, da wir immer spezifisch Bewegungsmuster auswählen können und die genau trainieren, um so grundsätzlich Mobilität zu verbessern. Aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich will auch mehr Kraft aufbauen, ich will mich mehr bewegen und so weiter, wie geht man da am schlauesten ran? Wenn jemand aktuell gar nichts macht, wäre meine erste Frage, an was hast du Spaß? Mhm. Wenn jemand beispielsweise Spaß an Joggen hat, geh joggen. Wenn jemand überhaupt keinen Spaß an Joggen hat, wenn jemand aus dem Spielsport kommt und ich sage zu ihm, okay, du sollst jetzt joggen gehen, das ist so. Ja. Das macht er, wenn er motiviert ist, nach 2, 3, 4, 6 Wochen, ist dann so, egal. Ne? Ja. Das heißt, in erster Linie, an was hast du Spaß? Fang mal damit an. Und der nächste Schritt wäre dann definitiv aus meiner Sicht, die Grundlage von jeder Form des Trainings sollte Krafttraining sein, denn Krafttraining trainiert die Grundlage jeder Form von Bewegung. Ja. Und Krafttraining, eines der Dinge, warum ich auch definitiv hängen geblieben bin an Krafttraining, ist, es ist die einzigste Trainingsform, wo ich jede einzelne Trainingseinheit einen messbaren Fortschritt erzielen kann. Und das ist ja die Definition von Training. Ne? Genau. Training ist ja, wenn du quasi deine Leistung steigern kannst. Der Rest ist Bewegung. Der Rest ist Bewegung. Was viele, die ins Studio gehen, die einfach mal was machen, was gut ist, ist Bewegung. Aber wenn ich nicht messbar mich verbessere, ist es genau genommen kein Training. Und da ist Krafttraining halt so schön, da ich sicher, strukturiert, in einem klar vorgegebenen Bewegungsmuster mich steigern kann, indem ich eine Wiederholung mehr mache oder indem ich mehr Gewicht mache. Und so Maximalkraft steigern und basierend darauf Muskelaufbau, wenn das mein Ziel ist, dann Fettabbau beschleunigen oder ich kann, wenn ich einen Sport mache, sowas wie Explosivkraft verbessern, falls es Sprungkraft, Teil des Sprungkraft, ja. Sprintschnelligkeit, falls es Teil meines Sportes oder Teil des Ziels, das ich habe. Ja, weil du trainierst ja auch Leistungssportler, die kommen ja eigentlich alle zu dir und du machst mit denen Krafttraining eigentlich, ne? Also ich hab, egal was die machen, Sprungkraft, Fußball, was auch immer, ne? Ich habe ein relativ breites Spektrum in Sportarten, mit denen ich arbeite. In den letzten 10 Jahren waren es über 20 von bis. Und im Endeffekt meine Aufgabe ist es nie, den Sport direkt zu trainieren, sondern immer nur Krafttraining, die körperliche Grundlage. Denn in dem Punkt, an dem ich mich bewege, brauche ich Maximalkraft. Und man kann argumentieren, dass selbst der Schachspieler Maximalkraft braucht,
um Stande sein, die Figur anzuheben und das nächste okay. Feld, ja. Ja, das nächste Feld ja. zu heben. Ne? Ja. Natürlich in anderen Sportarten, je kürzer eine Dauer von einem Sport, desto höher die Kraft, die notwendig ist. Ja. Viel mit Sprintern gearbeitet, da ist es normal, das doppelte Körpergewicht kniebeugen zu können. Also, echt? Ja. 160 bis 200 Kilo, je nachdem, wie das Körpergewicht ist, ist vollkommen normal. Auf hohem Niveau, gerade in Deutschland, da kenne ich die Zahlen von allen. Ein gewisses Maß an Maximalkraft ist notwendig, um imstande zu sein, seinen Körper so schnell zu beschleunigen, um diese 100 Meter in 10.1, 10.2, 10.3 laufen zu können. Ja. Wenn ich nicht die PS habe, egal wie gut der Fahrer ist, in dem Fall egal wie gut meine Sprinttechnik ist, ich bin nicht imstande, ein Rennen zu gewinnen, denn mein Auto ist einfach grundsätzlich zu langsam. Und ich meine, du hast ja, also das sagt man ja immer, so ab 30 oder sowas nimmt die Muskulatur ab, also die degeneriert. Das ist aber eigentlich eher ein Beobachtungseffekt, weil wir uns dann halt nicht mehr bewegen, wenn wir eine Familie haben und im Job sind und so weiter. Und ja, gerade Krafttraining kann dem ja auch massiv entgegenwirken. Also es muss ja nicht so sein. Ja. Krafttraining, klar, allein des hormonellen Umfelds wegen, wir verlieren Kraft und Muskelmasse, wenn wir älter werden. Wir können aber durch entsprechendes Training auch in steigendem Alter immer noch stärker werden. Ja. Beispiel, ich habe einen Kunden gehabt, der hat mit 51 den ersten einarmigen Klimmzug seines Lebens gemacht. Er hat immer gerne viel Klimmzüge gemacht, konnte auch schon ein paar, als er zu mir kam. Wir haben dafür gesorgt, dass er deutlich stärker würde in Klimmzügen und irgendwann er war so stark, dass ich dann so, was hältst du davon, wenn wir darauf hintrainieren, dass du ihn einarmigen kannst? Und er so, oh, coole Geschichte. Und dann haben wir hintrainiert und er hat dann tatsächlich mit 51 Jahren den ersten einarmigen Klimmzug gemacht. Wie viele mit 21 können das? Krass, ich glaube, ich kann das auch nicht, oder? Das war ich auch so wild. Man muss sehr, sehr stark sein im Klimmzug, ja. bis der Einarmige funktioniert. Die meisten, wenn du ein gewisses Kraftniveau hast, im Klimmzug mit zwei Händen, dann können wir spezifisch darauf hintrainieren, dass du es einarmig kannst. Also wenn ich einarmiger Handstand, das ist auch fies. Ja, das ist dann nochmal ein ganzes ja. Stück weiter. Ja. Klar, wenn man 20 ist, grundsätzlich der Hormonaushalt erlaubt, einen schneller Trainingsfortschritt ja. zu machen, was aber nicht bedeutet, dass man mit 50, 60 es nicht kann. Anfang der 90er hat die Tufts-Universität in Boston eine Studie gemacht und sie haben geforscht, was sind die besten biologischen Marker für Alter. Sprich, was bestimmt unser biologisches Alter? Und die zwei relevantesten Marker sind Muskelkraft und Muskelmasse. Sprich, je länger ich meine Kraft und je länger ich meine Muskelmasse halten kann, desto jünger mein biologisches Alter. Ja, das macht doch total Sinn. Ich meine, du merkst ja erst, wenn du alt bist, wenn du nicht mal aus dem Sessel hochkommst zum Beispiel. Ne? Und wenn du im Alter noch aus dem Sessel hochkommen musst, ist es eigentlich auch eine Kniebeuge. Aus dem Sessel hochkommen ist eine halbe Kniebeuge. Ja. Ne? Ich finde es immer so krass, dass ich ärgere mich immer im Flugzeug, wenn die Leute hinter dir sitzen und sich an der Lehne vor dir hochziehen, ja, weil sie einfach nicht mehr gerade aufstehen können. Ne? Ja. Und wir haben es ja auch so gemacht, ich habe ja jetzt diesen CrossFit Open Wettkampf mitgemacht und habe dir die Ergebnisse geschickt und dann sieht man ja schon, wo es gut lief, wo es nicht so gut lief. Und hast du jetzt auch gesagt, dass du das Krafttraining jetzt darauf abstimmst, dass es anders wird bei mir. Ne? Ja. Ja. Also je nachdem, wir haben natürlich Maximalkraft als Basis, sowas wie Beispiel CrossFit, Work Capacity ist ein großes Thema, ja. Work Capacity bedeutet, eine gewisse Belastung aufrechtzuerhalten. Ja. Also Beispiel, was ganz einfach macht beim Liegestütz, ist es nicht nur, wie viele Liegestütze kannst du insgesamt, sondern wie viele Liegestütze kannst du auch im Stück. Das heißt, wie oft kannst du den hier machen, ohne dass du mal kurz Pause machen musst, weil es zu sehr brennt. Und gerade bei CrossFit, Work Capacity, wer mehr Arbeit in einer bestimmten Zeit oder in kürzerer Zeit verrichten kann, der gewinnt. Ja. Das heißt, da geht es weniger um das hohe Maximalkraftniveau. Wir brauchen ein gewisses Maximalkraftniveau, auch im CrossFit. Bei den Männern auf hohem Niveau, da sind wir auch konstant bei irgendwo zweifachem Körpergewicht, ja. Kniebeuge. Und dann aber dann die Fähigkeit, Leistung konstant zur Wiederholung und in bestimmter Zeit maximal Leistung oder in kürzerer Zeit eine bestimmte Leistung zu erbringen. Und dann ist im Endeffekt das CrossFit. Cool. Dann fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen, was wir gesagt haben, also auch für dich da draußen. Also das erste ist Schlaf. Also schauen, dass du halt so schläfst, dass du am besten von alleine aufwachst. Das ist schon mal ein cooles Ziel, oder? Für nächstes Jahr. Oder für dieses Jahr. Dann diverse Ernährung. Also gucken, dass du halt nicht dein ganzes Spektrum aus 10 Nahrungsmitteln besteht und so weiter. Dann idealerweise möglichst wenig Zutaten da drin. Am besten auch keine Zutaten, die du nicht kennst. Ne? Also ein Apfel ist halt ein Apfel. Und eine Süßkartoffel oder eine Kartoffel ist eine Kartoffel. Tendenziell eher Weizenprodukte und was war das auch? Gerste und Roggen auch, ne?
Gerste, Gerste ist eins die Form, wie wir Gerste konsumieren, ja. Das Bier. Ja, also Weizen, Gerste, Roggen tendenziell eher weglassen. Tendenziell eher weniger Kohlenhydrate, also eher den Energiebedarf aus Fetten und Eiweiß decken. Viel Gemüse drumherum und so weiter, ist auch mehr Ballaststoffe und so weiter. Und das dritte ist dann halt regelmäßige Bewegung, idealerweise mit einem Element von schweren Gewichten. Wie oft würdest du zu jemandem sagen, der alltagsfit sein ist, wie oft sollte der Sport machen in der Woche? So eine Frage von Etat, wie man seine Zeit verteilt. Ja. Zweimal ist definitiv gut. Wer ambitionierte Ziele einmal hat. Einmal wäre zu wenig, ne? Weil du hast keinen Trainingseffekt. Ne? Einmal ist besser als kein Mal, ja. Aber einmal ist mehr Erhalt. Da Fortschritt zu machen, wird ganz schwierig. Ja. Wer ambitionierte Ziele hat, 4 Einheiten die Woche sind da irgendwo mehr oder weniger Pflicht. Also mal, wenn ich komme, dann sagt immer, du hast viel zu wenig trainiert, du musst mehr machen. Und ich so, ich gehe schon 4-mal die Woche. Cool. Wie kann man mehr von dir erfahren? Also wir haben den Podcast erwähnt, Wolfgang Unsalt Podcast. Wir haben die Webseite YPSI, also YPSI, Your Personal Strength Institute. Bei Insta bist du auch unter Wolfgang Unsalt. Wolfgang Unsalt. Ja. Bei Facebook geht auch facebook.de/keinfitnessstudio. Da findet man auch direkt die Seite. Ja. Das heißt Website, Podcast, cool. Instagram, Facebook. Super. Und ich glaube, wir machen dann sicherlich nochmal ein Follow-up, weil wir könnten in jedes Thema reingehen und dann eigentlich einen eigenen Podcast draus machen. Aber ich glaube, das wären so die Elemente, wenn man sich daran hält und sich das mal so vornimmt fürs Jahr, dann ist man auf jeden Fall besser drauf als vorher, glaube ich. Definitiv. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön. Danke für deine Zeit. Wir haben ja heute Morgen schon mein Thema besprochen. Jetzt haben wir quasi euer Thema besprochen. Und freue mich auf dein Feedback. Hoffe, es war was für dich dabei. Anregungen, dein Leben zu ändern, dich zu verbessern. Und ansonsten freue ich, dass du hier zuschaust, zuhörst und freue mich schon das nächste Mal mit dir. Bis dann, gibt alles. Danke. Tschüss.